ist, das kann ich Ihnen sagen, alles angerichtet. Rasentop, Zuschauer sind da, ausverkaufte Hütte und die äußeren Bedingungen, die sind auch wirklich ideal. Den ganzen Tag über hat die Sonne rausgeguckt, es war wolkenlos und die Wettervorhersage sagt auch, es soll auch so bleiben an diesem Abend. Freuen wir uns auf ein hoffentlich großartiges Fußballspiel. Ein herrliches Amphitheater, geschaffen für die ganz großen Fußballspiele. Wie Sie sehen, ist die Partie bereits angepfiffen worden. Der kommt weit nach vorne. Da ist die Chance. Das gibt Eckball. Und das Ding abgefangen. Ander Herrera. Jetzt könnte was gehen. Findet er ihn? Perisic. Ui, das ist eine Chance. Das ist ein Tor. Erst denkt man, sie hätten ihn im Griff und dann zaubert er so ein Ding aus dem Hut. Es war ein Treffer der großen Robustheit. Er setzt den Körper perfekt ein. Und obwohl der Gegner an ihm dran ist, kann er das Tor nicht verhindern. Was für ein Auftakt. Aufs Tor. Da fackelt er nicht lange. Hauptsache weg. Das ist sehr anständiges Pressingverhalten. Schöner, kleiner, feiner Doppelpass. Ab auf die Flanke. Ah, der war schon draußen. Unglaublich viele Freiheiten da auf der Außenbahn. Riesen, ein super Tor. Jetzt haben sie den Ausgleich geschafft, auf den sie so gedrängt haben. So eine Einladung möchte ich auch mal gerne bekommen. Völlig frei im gegnerischen 16-Meter-Raum. Und wenn man ihnen diese Gelegenheit gibt, dann nutzt er sie auch. So wie in dieser Situation. Damit geht's wieder komplett von vorne los. Du kriegst das Tor und dann ist natürlich die Frage, wie steckst du sowas weg? Die Antwort, so, genau so. Lovren. Bislang kann man nicht meckern, das ist ein ansehnlicher Kick. Godin. Wendell. Lovren. Thiago. Wendell. Hier ist Perisic. Philipp Coutinho. De Jong hat eine Menge drauf. Kolarov. Vidal. Philipp Coutinho. Perisic. Perisic. Am Tor vorbei. Okay, ein Abschluss war es, aber seien wir mal ehrlich, nicht so richtig vielversprechend. Kolarov. Genau so läuft man den Gegner heutzutage an. Philipp Coutinho. Perisic. Viel zu weit am Tor vorbei. Da haben sie ganz schnell umgeschaltet, wunderschönen Konterfußball gespielt, aber das Ding nicht reingemacht. Trotzdem eine schöne Aktion. Kolarov. Luke de Jong. Ivan Perisic mit der Torchance. Aber astrein vom Ball getrennt. Überhaupt keine Zweifel, das war faul. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben.
Parejo. Quagliarella. Mann, hat der eine Ausdauer. Cristiano Ronaldo mit der Chance. Versalco. Schlauer Pass. Gut abgelaufen, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Der Wille war da, er wollte zum Abschluss kommen, aber der Gegner hat es einfach zu gut gemacht. Ander Herrera. Quagliarella. Nein, da geht die Fahne hoch. Quagliarella. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Hauptsache erstmal entschärft. Mit dem 1:1 des Schiedsrichters geben wir in die Pause. Dieses Spiel ist wirklich herausragend. Sie haben bis hierhin was verpasst. Aktueller Zwischenstand 1:1 zu Pause. Beide Mannschaften, das muss man wirklich sagen, auf Augenhöhe. Das Unentschieden, das geht voll auf in Ordnung. Damit auf geht's in die zweite Hälfte. Parejo. Ander Herrera. Ja, schickes Zusammenspiel. Er läuft da sehr schön mit zurück. Gute Defensivarbeit. Wenn der Gegner den Ball hat, dann sollt ihr 11 Abwehrspieler sein. Er hat's verinnerlicht. Das ist Christian. Er trifft ihn. Überragende Aktion. Er zollt dem Torwart Respekt für seinen Einsatz. Eine 5-Sterne-Parade. Er hat sich den Beifall wirklich verdient. Erstmal raus mit dem Ding. Schön zu sehen, wie mannschaftsdienlich er das macht. Von Zeit zu Zeit kommt er immer wieder mit zurück, um die Verteidigung zu unterstützen. Das macht ihn so wertvoll. Er ist ein echter Mannschaftsspieler. Er geht die Weiten, er geht auf die Abschluss! Und der Keeper ist zur Stelle. Eine brillante Aktion, ausgezeichnete Reflexe. Das sah eigentlich nach einer hundertprozentigen Torchance aus. Stichwort Befreiungsschlag. Quagliarella. Was für ein dicker Klops. Das muss was werden. Und damit ist es fürs Erste vorbei. Ah, der kommt nicht durch, aber vielversprechend war es trotzdem. Sie versuchen es mit dem Pass durch die Mitte. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das das richtige Rezept ist. Cristiano Ronaldo. So knapp. Ja, da wäre mehr drin gewesen, aber es hat nicht sollen sein. Cristiano Ronaldo holt ihn sich wieder. Die Abwehr steht. Und das Gegenpressing zahlt sich sofort wieder aus. Schau dir mal die offensiven Spieler an. Also von Defensivarbeit haben die noch nicht viel gehört. Definitiv. Und damit fahren sie schon ein gewisses Risiko. Klar, die sparen jetzt Kräfte, wenn sie vorne bleiben. Die sind natürlich frisch, wenn der Konter gefahren wird. Aber in der Defensive stehen sie dadurch natürlich nicht mehr so solide. Ander Herrera. Das könnte was werden. Er hat aber weiße Augen.
Wendell. Thiago. Draxler. Das war enorm wichtig, dass er da gerade noch so rangekommen ist. Sonst wäre es möglicherweise gefährlich geworden. Cristiano Ronaldo. Und über die Seite. Jetzt kann er zum Abschluss kommen. Cristiano Ronaldo hat ja viele Qualitäten, aber das technisch noch sauber hinzubekommen, das war echt schwierig. Jetzt der Schuss. Da geht er überhaupt kein Risiko ein. Es steht unentschieden und Ballbesitz ist so wichtig. Man darf den Ball nicht immer so leicht herschenken. Also viel Ball hat er nicht erwischt. Das war ein klares Foul. Raus auf die linke Bahn. Cristiano Ronaldo. Beide Teams lauern auf Konter. Beide Teams müssen also vorsichtig sein. Da ist es Ballhalten, Geduld bewahren und wenn es geht, dann natürlich die Chancen nutzen. Ah, jetzt kommen sie nochmal. Ah, toll aufgelegt. Zu viele Ballverluste. Vielleicht gewinnt am Ende hier tatsächlich die Mannschaft, die am ballsichersten agiert hat. Auch wenn sie nicht durchkommen, man muss es ihnen lassen. Sie versuchen es, die Einsatzbereitschaft ist da. Kommt der an? Der war ein bisschen zu stark. Und jetzt ist natürlich die große Frage, will einer von den beiden nochmal unbedingt den Sieg oder sind sie irgendwann mit dem zufrieden, was sie haben? Vidal. Vidal ist der Tempomacher auf der rechten Flanke. Immer noch unentschieden. Ich bin gespannt, wie beide Mannschaften mit diesem Stand der Dinge in den letzten Minuten umgehen. Raul Albiol. Es geht über links. Da ertönt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus. Die Partie endet unentschieden und es war, weiß Gott, kein so schlechtes Fußballspiel, aber eben auch eines ohne Sieger. Was sagst du zum Spiel, Hansi? Am Ende gibt's das Unentschieden und das ist durchaus leistungsgerecht. Die Fans gehen schon nach Hause, wir gleich auch. Aber bevor es soweit ist, noch ein recht herzliches Dankeschön an Hansi Küpper. Ebenfalls herzlichen Dank, Marco.